Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem Amiibo Königstournament auf meinem Channel. Gab's schon eine ganze Weile nicht mehr, kommt auch trotz dem SQTK Rule 34 Channel hier, weil auf dem anderen Kanal kennen die Leute weder das Format noch die Amiibo, schätze ich mal. Deswegen macht's hier einfach mehr Sinn in meinen Augen. Wir haben heute nur FD und Battlefield in als Random in der Rotation. 12 Mitspieler sind dabei. Mein Migana Amiibo wird ausgeschlossen dafür, dass es even ist. Und wir werden das Ganze, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähnlich machen wie letztes Mal. Ich habe halt letztes Mal nicht mehr so gut im Kopf. Das ist inzwischen, jetzt mal for real, das ist bestimmt 7-8 Monate her. Und zwar habe ich einen Random Team Generator mit mir eingerechnet, sind es 12 Teilnehmer. Wir werden für jede Vorrunde 2 Sechsergruppen bilden. Wer Platz 6 wird, bekommt 0 Punkte, wer 5. wird einen und so weiter, erklärt sich relativ von selbst. Am Ende wird es dann noch ein Bracket geben und wer die meisten Punkte hat, wird in diesem letzten Turnier zum großen Turnier am Ende von allen Siegern zugelassen. Und wenn Latias gewinnt, dann mache ich dieses Endturnier gar nicht, dann ist es eh klar. Ich wollte eigentlich für dieses letzte Turnier noch einen neuen Amiibo dazu holen. Inzwischen kennt man auch den Charakter, der Amiibo gewesen wäre in der Walross-Edition. Nämlich Funkenherz, wahrscheinlich als Bowser Jr. bzw. Lemmy hätte ich das gemacht. Aber hab mir halt keinen neuen Amiibo geholt. Stattdessen sind wir mit derselben Aufstellung wie letztes Mal dabei. Und ich generiere die erste Runde. Dann Rerun. Ab geht's. Okay, Game One bin ich nicht dabei, sondern wir haben am ersten Spot hier die dunkle Macht. Ich hoffe einfach, dass mein Laptop nicht krepiert. Der ist wirklich so nah am Tod die ganze Zeit schon. Digga, das glaubt einem keiner. Gleich zwei sehr starke zu Beginn. Bisher im letzten Turnier eingetreten sind bereits Günther, Bulbi, Shinux und Latias durch einen Doppelwin. Zwei Turniersiege. Wobei man halt sagen muss, einer war eben im Draw mit Bulbi, ansonsten hätten wir nur 4 Gewinner. Aber reicht ja. Latias hat damit bereits einen Vorteil für das letzte Turnier rausgearbeitet. Und deswegen sage ich auch, wenn sie heute gewinnt, dann lasse ich es bleiben, dann hat sie einfach gewonnen. Ich habe schon ewig nichts mehr mit Amiibo gemacht, deswegen bin ich mal... Okay, doch, wenn ich mal bei meinen Großeltern ohne Internet bin, dann spiele ich hin und wieder mal 1v1s gegen die Dinger, aber das war's auch. So, ich glaube, letztes Mal, obwohl ich weiß gar nicht, im letzten Video, das ich aufgenommen habe, war Günther auf jeden Fall gelb. Ich glaube aber, das habe ich gar nicht hochgeladen, für einen anderen Channel wäre das gewesen. Und davor war er es nicht. Naja, auf jeden Fall starten wir endlich mal Game One. Das ist auch das erste Königsturnier, bei dem wir, oh mein Gott, sieht die Stage riesig aus. Das ist das erste Königsturnier, bei dem wir, eine Capture-Card haben. Und ich sehe, es kommt schon viel Damage raus und Günther hat irgendwie, ist sehr viel am Neutral benutzen. Dass er viele Projektile benutzt, finde ich ja an sich nicht schlecht. Es sieht aus, als könnte bald der erste Kill fallen. Einige sind auf sehr hohen Prozenten. Hydropi eigentlich als einziger nicht sonderlich hoch. Und Hydropi ist tot. Und die dunkle Macht ist tot. Und Bulbi ist tot. Und Eevee ist tot. Die ersten Tode kommen langsam aber sicher. Darkrai ist tot. Günther ist tot. Ich muss halt leider sagen, ich habe den Screen halt groß eingestellt, damit ihr alles seht. Und dementsprechend sehe ich die Stockanzahl der Amiibo nicht. Ich schätze einfach, dass alle auf 2 sind. Aber ob die dunkle Macht gestorben... Ah doch, die dunkle Macht ist als erstes gestorben. Heißt, es sind sehr sicher alle auf 2. Oh mein Gott!
Ich hab gerade, glaube ich, nur im Augenwinkel gesehen, wie die dunkle Macht komplett in die Hölle gekombot wurde. Irgendwie aus irgendeinem Move hat Eevee eine Side-Biege. Oh, dass die Back-Air von Günther nicht gespiked hat, ist sad. Hydropius tot. Es geht auf jeden Fall einiges ab. Günther wird von Recoveries herumgereicht, bis er irgendwann stirbt. Die dunkle Macht ist tot. Wie ist Eevee gestorben? Ich glaube, es sind alle auf dem Last Stock, nur bei Hydropi bin ich mir nicht ganz sicher. Obwohl doch, der müsste. Es müssten alle auf dem Last Stock sein. Der erste ist auch schon raus. Die dunkle Macht macht sich echt nicht gut in diesen Matches. Also meine Hoffnung ist halt wieder Nick Schossmer. Ich will, dass der noch gewinnt. Aber irgendwie die letzten Male, wo ich Amiibo benutzt habe, war der schlechter. Oh, schön von Darkrai. Hat er Bulby ziemlich outplayed. Noch drei sind im Match. Günther, Eevee und Darkrai. Darkrai macht einen echt guten Job. Das hab ich echt nicht so im Kopf, dass der was kann. Aber er muss trotzdem erstmal gucken, ob er gegen Eevee gewinnen kann. Und nein, das schafft er nicht. Und dementsprechend, ich habe diesmal mein Handy zur Sicherheit dafür, haben wir die erste Punkteverteilung von Runde 1. Und zwar bekommt die dunkle Macht gar nichts. Hydropi bekommt einen Punkt. Bulby bekommt zwei. Günther bekommt, wenn ich ihn mal finde auf der Liste, drei Punkte. Darkrai finde ich ziemlich überraschend. Vier Punkte, hat gut performt. Und Eevee hat fünf. Starke erste, stimmt, Eevee hat auch noch kein Turnier gewonnen, obwohl sie wohl wirklich einer der krassesten Amiibo ist. Die Kills sagen was Ähnliches. Sieben Stück. Der eine Kill gegen die dunkle Macht war toll, das weiß ich. Ansonsten, Darkrai hatte vier Kills, auch recht stabil. Bulby immerhin drei, auch wenn sie letztlich nicht gut platziert ist. Zwei bei Günther, einer bei Hydropi. Und die dunkle Macht hat wirklich gar nichts geschissen bekommen. Die ist echt nur in 1v1 gut. Und deswegen wird sie auch nicht weiterkommen. Sehr sicher. Sie hat bisher bei keinem Königsturnier gut performt und ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass sie es heute wird. So, ich mache dieselbe Einstellung wie immer. Nur im 1v1-Turnier werde ich das nicht, weil das zu broken wäre. Dann haben wir noch... Ja, okay, wir haben halt alle, die gerade nicht dran waren. Floink. Das call ich jetzt einfach tatsächlich mal. Dieses, okay, das ist eigentlich ein behinderter Call. Dieses Video kommt nicht raus, bevor ihr das seht. Aber tatsächlich spielt Floink ja mal wieder eine positivere Rolle in der letzten Walross-Edition. Der Einzige, den das hätte interessieren können, wäre Olaf, wenn er heute gerade da wäre. Aber ja, die Folge kommt halt schon... Ich wollte gerade morgen sagen, nee, die Folge kommt literally in relativ genau weniger als 10 Stunden. Bis dahin werde ich definitiv dieses Video nicht hochgeladen haben. Also, ihr seht, wer dabei ist. Ich hoffe, wir bekommen Battlefield, mag ich einfach lieber. Und Nick Schrosma und Shinux sind beide in der Runde, genau wie Latias. Random Up Smash. Sage ich und mach gar nichts. Das ist das Problem. Ich kann inzwischen wirklich kein Offline mehr spielen. Oh mein Gott, Latias ist schon tot. Und ich versuche mich irgendwie zurechtzufinden. Okay, wenn ich richtig gesehen habe, hat Floink gerade ziemlich hart Nick Schrosmer geedged gerade. Stimmt, die Amiibo Footstoolen inzwischen ja sehr gerne. Ich habe irgendwen getötet. Ich glaube Floink.
Oh mein Gott, ich und Floink haben Nick Schuss mal so dumm gerettet. Weg mit ihm. Floink hat ihn footstoolt, ich hab ihn da draus neutral beat und er hat getaggt. Digga, diese Footstools. Hier sind so viele dumme Footstools und offstage eskaliert wieder alles. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass ich da downsmashe und niemanden treffe. Ich habe keine Ahnung, was abgeht, wie und warum es abgeht. Irgendwer ist tot. Nick Schrosma, Floink auch. Nick Schrosma als erster tot. Uff. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch einen Stock, glaube ich. Ja, der Upsmash von mir war effektiv. Close. Oh, ich glaube, ich habe Latias gerettet. Lord Eck hatte ihren Double Jump geklippt. Hilfe, ich werde Gemario-Comboed. Lord Ecke ist auch weg. Ich habe eine ganz dumme Team-Kombo mit Shinux gemacht. Und wir sind beide Last Stock. Was? Sind wir nicht? Der hat noch einen. Uff. Also ja. Dass er die Downer auch gelandet hat, ne? Ah, Nick Schrosma. Der ist auch nicht so krass Okay, stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, der ist nicht so krass in den Freefalls. Aber ich weiß noch, es gab schon ein Turnier, dass er nur wegen dem Bracket, oder? Doch, es gab ein Bracket, dass er hätte gewinnen können. Aber er hat Runde 1 im Bracket eben verloren. So. Bekommt auch keine Punkte. Floink bekommt einen. Na, von dem erwarte ich ehrlich gesagt auch nichts. Lord Ecke 2, Latias 3. Kein so starker Anfang für hier amtierenden Meister. Wo wir gerade von amtierenden Meister reden. Shinux ist ja auch einer. Es könnte interessant werden, wenn wir wen gewinnen hätten heute. Ich weiß übrigens noch nicht, ob wir 3 oder 4 Vorrunden machen. Das sehen wir dann. Latias und Shinux haben mit mir relativ deutlich die meisten Kills. Und Nick Schrosma hatte was gegen Lord Ecke. Ja, wäre natürlich interessant, wenn irgendwer, der schon mal gewonnen hat, der nicht Latias ist, gewinnen würde. So, nächste Runde ist generiert. Und drinnen bleiben für Game 1 Nick Schrosma, Shinux und Latias. Oh, das ist natürlich interesting. Dazu haben wir Hydropi. Darkrai, wo bist du? Da. Und Bulbi. Hier sind einige krasse dabei. Bulbi, Latias, Nick Schrosma, Shinux. Hydropi ist vor allem so ein Cheeser, wobei das halt gerade. Der ist gefühlt der Counterpick unter meinem Amiibo gegen die dunkle Macht. Weil der edgeguardet die auf Null. Ich sehe schon wieder Explosionen. Digga, ich verstehe nicht, ich sehe nur, dass Darkrai tot ist. Warum footstoolen die so oft? Es geschehen irgendwie Dinge. Das ist alles, was ich sehe. Das ist das Tolle.
Ich hab keine Ahnung, was abgeht, wer was macht. Ich hoffe einfach, dass Nick Schossmer diesmal besser performt. Und hört auf, euch zu futzt. Ich sag das und seh nur, wie Nick Schossmer von Bulbi gespiked wird. Schöne Double Back Air, Darkrai überlebt sie noch. Irgendwie spielt Nick Schossmer aber auch echt scheiße. Der macht gefühlt keine Angriffe. Allgemein, ich habe auch das Gefühl gehabt, als ich die letzte Male gegen den gespielt habe, der hat irgendwie das Game verlernt. Deswegen glaube ich auch, dass er im 1v1-Bracket nichts machen wird. Ich habe keine großen Hoffnungen heute, Nick Schossmer. Kommt drauf an, wie man sieht. Ich will, dass er gewinnt. Ich glaube aber nicht dran. Ah, ich sehe gerade, Hydropia hat tatsächlich mal Copy-Ability genutzt. Darkrai wird footstoolt. Es geschehen irgendwelche Dinge. Ich habe keine Ahnung, wer auf wie vielen Stocks ist. Hört auf, euch zu fucking footstoolen, Leute. It's enough. Ich glaube, Nick Schossmer kann nicht recovern. Er ist auf dem Last Stock, das weiß ich. Er kann nicht wieder Letzter werden. Hydropi kann nicht mehr recovern. Aber es scheint, als wäre wirklich vorher noch niemand auf dem Last gewesen. Und damit ist Nick Schossmer ist schon wieder Letzter. Ja, das können wir uns eigentlich abschminken. Ah, der packt das nicht. Und Darkrai ist diesmal früh raus. So, was passiert jetzt? Hydropi mit dem miesen Gimp. Latias, wieder keine so krasse Performance. Oh, aber Shinux ist auch schon wieder weit vorne mit dabei. Und Hydropi macht eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Der hat die Gimps. Oh mein Gott, das war schön von Hydropi. Starker Lead im Moment. Es kann sich natürlich noch alles wenden, gerade wenn die fucking Neutral B double buffed ist und gefühlt 80 macht. Aber nein. Nein, das Match ist gelaufen. Okay. Ich habe gestern erst für meine neue Crew, habe ich ja ein Video zu gemacht, Knights of Sinister Starlight, hatte ich gestern erst ein Tryout. Ich weiß jetzt nicht, wie man Namen ausspricht, leider. Deswegen versuche ich gar nicht erst. Aber du weißt, dass du gemeint bist. Er hat mich dran erinnert, gefühlt, dass es dieses Format ja noch gibt. Und er hat auch gemeint, er ist eigentlich immer für Kirby. Und wenn das der Fall ist, vielleicht ist heute dein großer Tag. Darkrai nach einer starken ersten Runde, eine nicht so starke zweite. Latias beide Runden eher im Mittelfeld. Shinux hatte schon eine starke erste Runde und ja, man kann sich nicht beschweren über einen dritten Platz. Wir gucken uns nach dem nächsten Match auch mal einen Zwischenstand an. Bulbi war hier, hatte keinen so starken ersten. Und Hydropi auch gar nicht. Hydropis erster war ja ganz scheiße, das habe ich ganz verpennt. Also, dann gucken wir mal, ob vielleicht erstmal auf die Kills. Cool, Hydropi! Der hatte Bock, dieses Match! Der hatte heftig Bock. Aber auch Latias und Bulbi waren nicht hier gar nicht tätig, sage ich mal. So, damit alle, die jetzt gerade nicht im Match waren, sind jetzt wieder dran. Unter anderem der allerbeste. Ich meine, okay, gerade war ich Zweiter, aber hinterfragt mich nicht, ich bin der Beste. Im Bracket mit K-Rule würde ich aber auch gewinnen, das wissen, glaube ich, alle hier. Die dunkle Macht. Eevee. Dunkle Macht und Eevee ist keine nette Kombi, aber es gibt halt viele Scary Amiibo. Da werden eigentlich immer mehrere mit in der Runde sein. Floink kann halt Scary Edge guarden, wenn er gerade Lust drauf hat. Und Team Runde Ecken ist noch dabei. Günther, muss man jetzt sagen, hat das zweite, genau,
Das zweite Königsturnier hat er gewonnen, aber ist seitdem ein gutes Stück schlechter geworden. Und Nick Schrossmer war, dem habe ich ja auch schon mal eine Chance gegeben, wenn er irgendwie jeden Amiibo im 1v1 schlägt in Folge im Best of 3, dann darf er beim letzten Turnier mitmachen, aber Lord Ecke hat ihn da denied. Apropos Lord Ecke denied. Hör mal auf, mich zu kombon. Oh, was bringt dir dein Insta-Drop jetzt, Floink? Oh nein, ich bin auf Stage. Es explodieren irgendwelche Dinge mal wieder. Ich hab einen Down-Smash-Killer. Wow, Günther hat mich in den Cannonball geschossen. Ich hab halt auch nicht die Zeit zu gucken, wer so auf welchen Prozenten gerade ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Günther dafür gut punishen kann. Stop it. Fucking Camper. Okay, irgendwer wurde, glaube ich, von der dunklen Macht gespiked. Es sterben Leute. Und ich werde gefutztuelt. Ich müsste noch auf meinem zweiten Stock sein, wenn mich nicht alles täuscht. Guter Futztuel von Lord Ecke bringt nur leider nichts. Günther ist raus. Digga, hört auf zu futztuelen! Oh Gott, ich war gerade noch auf Null. Warum bin ich... Wirklich? Die haben mich gerade einfach fett als Team Zero to Death. Oh, mieser Footstool. Eevee ist wieder stark dabei. Oh, starke Back Air. Oh, Close One. Die High Fair. Da kommen ganz viele Forward Airs und das war's. Eevee holt das nächste Game. Ich bin gerade echt sad. Ich hätte hier echt gut abschneiden können, wenn mich meine scheiß Amiibo nicht als Team gemeinschaftlich Zero to Death hätten. So, Günther hatte eine gut bessere erste Runde. Floings erste war genauso wie diese hier. Meine war besser. Gutes Stück besser. So, dann 3 Punkte für die dunkle Macht. Wow, sie hat Punkte. 4 für Lord Ecke. Wo bist du auf der Liste hier? Und 5 für Eevee. Dann gucken wir uns mal den derzeitigen Zwischenstand gemeinsam kurz an. Wir haben auf dem letzten Platz ohne jegliche Konkurrenz Nick Schrossmer, nicht ein einziger Punkt. Sad Story, das wird schwerlich was. Dann haben wir auf dem vorletzten Platz Floink mit 2 Punkten. 2-mal Vorletzter bisher. Dann kommt die dunkle Macht mit 3 Punkten. 0 Runde 1, 3 diese. Ja, überrascht mich ehrlich gesagt, dass sie nicht weniger hat. Dann Günther mit 4 Punkten. Hat halt diese Runde echt hart gefroht. 5 Punkte haben Darkrai und Latias. Das ist natürlich interesting. Latias ist nicht sonderlich gut dabei. Bei 6 Punkten haben wir dann tatsächlich eine ziemliche Massenansammlung. Und zwar haben Lord Ecke, Hydropi, Bulbi und ich 6 Punkte jeweils. Es ist natürlich eine Anzahl, sag ich mal.
einige, die sich da prügeln. Und das könnte sehr interessant werden, weil das eine Schlägerei um Platz 3 ist. Alle, die ich gerade genannt habe, sind nach derzeitigem Stand Dritte. Und mein Laptop explodiert gerade wieder, gefühlt Hilfe. Zweiter derzeit ist Shinux mit 8 Punkten. Stabil auf jeden Fall. Und mal gucken, ob da noch mehr geht. Aber dominant auf Platz 1. Eevee bisher alles gewonnen, 10 Punkte. Und ist auch definitiv ein Kandidat dafür, das Ding zu holen. Ich würde sagen, wir machen noch 2 Vorrunden. Und zwar haben wir als erstes, ich bleibe drin. Ich muss weniger weit. Wer bleibt aus dieser Aufstellung noch drin? Die dunkle Macht bleibt. Lord Ecke bleibt. Eevee bleibt. Floink und Günther werden anscheinend ersetzt durch. Ah nein! Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Günther bleibt auch! Nur Floink wird ersetzt. Durch Darkrai. Ansonsten ist das dasselbe. Sehe ich das echt richtig? Dunkle Macht, Eevee, Darkrai, Günther, Lord Ecke und ich. Ja! Wow! Sehr abwechslungsreich. Na dann mal gucken, ob Eevee sich noch einen Win holen kann. Ich hasse übrigens, gegen Mario zu spielen. Ich habe das gerade mit dem Augenwinkel gesehen. Hat Darkrai gerade an sich einen Jablock gemacht, nur keinen Punish rausgeholt? Und wurde die dunkle Macht gerade wieder mehrfach footstoolt? Oh, warum hat meine Scheiße... Es geschehen schon wieder Dinge. Oh, Eevee ist tot. Ich hätte Eevee da tatsächlich gerettet, wenn nötig. Eine SD auf 0. Oh, irgendwer hat Sick getaggt. Es passieren zu viele Footstools, als dass ich irgendwie... Oh mein Gott, was passiert hier? Und ich habe die Recovery verkackt, weil ich so durch bin. Es explodiert halt alles. Okay, irgendwer wurde von Darkrai. Ich glaube, Darkrai ist schon auf dem Last Stock. Kann das? Aber gerade wenn man hier so von mehreren Amiibo auf einmal Team-Comboed wird, muss das halt nichts aussagen. Und... Oh, Lord Ecke wurde ganz, ganz eklig geedgeguardet. Au, Günther. Ich habe Lord Ecke gespiked und Eevee hat dann noch draus gefutzduelt. Oh, Eevee ist raus. Sag mal, wollen wir uns mal um diesen scheiß Campy Mewtwo da drüben kümmern, Günther? Schöne kleine Combo von Günther. Der Spike tötet! K-Rule Ditto! Ich zeig dir, wer der Supreme Rule ist. Oh. Das ist sehr Hype. Yay, ich hab ein Match gewonnen. Eevee hat aber gefroht. Und dieser eine Edgeguard gegen Lord Ecke war schon nasty. Eevee nur 4. Player und die dunkle Macht ist schon wieder letzter. Perfekt.
Nordecke hatte einen ganz guten Score, aber verliert jetzt auch einiges an Luft. Genauso wie Ivy eben zu ihrer Führung. Darkrai, muss ich sagen, überrascht mich echt immer noch ein bisschen. Der ist gut dabei. Und Günther auch. Jawohl, das freut mich. Und ich will ihm nicht einen Punkt abziehen. Ich bin gerade nur behindert. Und für mich ist das natürlich jetzt auch dick. Es bringt mich in einen guten Spot. So, jetzt die große Frage. Wird Nick Schossmer vielleicht irgendwann auch ganz theoretisch nicht letzter? Wir werden es sehen. Shinux. Latias. Latias bisher auch nicht so krass dabei. Necrozma. Floink. Und Bulbi. Ja, Bulbi ist auch so weird als Gegner, finde ich, weil diese Neutral B so fucking strong ist. Ich habe ja zwei Spirits, die ausschließlich den Move buffen oder Specials allgemein. Oh, Mario Galaxy Main Theme. Ich gönn mir. Und ich fühl's. So, wait a minute. Ich hab grad nicht hingeguckt. Ich hab hingeguckt und nur gesehen, dass irgendwie Floyd Latias komplett das Leben genommen hat. Einfach offstage in die Blast Zone eskortiert und dann ist noch Nick Schrossmer gekommen und hat noch einen Sour Spot Down Air gelandet. Latias ist schon wieder tot. Oh! Hydropium und Double Kill und Floink lässt sich noch mitnehmen. Aus Mitleid oder so ein Scheiß. Ich habe keine Ahnung, wie es gerade mit Nick Schrossmer steht. Ich weiß nur, dass Latias echt in der Scheiß-Situation ist. Die ist auf jeden Fall Last Stock. Wurde zweimal mega gemobbt. Ich glaube, die Amiibo wollen auch nicht, dass die nochmal gewinnt. Oh, da wird Nick Schrossmer geätscht gerade. Ich habe nicht genau gesehen, was passiert ist. Ich habe nur gesehen, ich glaube, sowohl Latias als auch Shinux haben Nick Schrossmer gespiked. Also, will vielleicht irgendwer sterben, bevor Nick Schrossmer ist tot. Nick Schrossmer ist tot. Nick Schrossmer hat immer noch 0 Punkte. Wie zur Hölle schafft er das? Und das, obwohl Latias nach gefühlt einer Minute zweimal tot war. Aber mal gucken, Shinux will hier definitiv noch ein gutes Ergebnis. Er kann noch recovern. Jetzt nicht mehr. What the fucking da offstage ab? Aber Shinux hat noch einen Stock. Floink, Bulbi und Shinux top 3. Oh, Bulbi hätte da was Schönes landen können. Irgendwie hat Bulbi keinen Bock auf Shinux zu opten. Ja, okay. Ist mir gerade, wenn ich mal an die... Ich meine, als Amiibo gibt es jetzt natürlich nicht so Sinn, aber... Wenn ich mal an die Walross-Edition-Lore denke, ergibt das Ganze durchaus sehr okay. Shinux scheint da aber nicht so zu zögern. Oh, stimmt, eigentlich ist Bulbi und Shinux als Team gegen Floink ja auch ziemliches Kanon-Matchup. Aber jetzt ist Floink weg und die beiden müssen einander bekämpfen. Ich glaube, Shinux ist tatsächlich auf dem Last Stock, was heißt, Bulbi ist gerade im Lead. Aber eine Down-Air zum Beispiel könnte das ändern. Oh mein Gott, das... Oh, starke Hits. Es ist even. Beide könnten mit einem guten Hit töten. Ah, warum Side-B eine Neutral-B hat... Oh, Neutral-B trifft. Der Up-Smash auch. Das könnte sehr wichtig sein. Bulbi hätte den Win natürlich gerne gehabt, aber... Und Nick Schrossmer, ey, über mit dich reden wir nicht mehr.
Ich überlege gerade auch, ob ich es tatsächlich so mache, dass wir ein 8-Leute-Bracket machen und die 4 letzten schon vorher ausscheiden. Andererseits, das wird eigentlich nur Sinn machen, wenn der Sieger vom Bracket dann das gesamte Ding gewinnen würde. Also, na, Latias habe ich hoffentlich gerade den Punkt schon hinzugefügt, sonst hat sie jetzt einen zu wenig, lol. Hydropi hatte schon bessere Performances. Floink holt sich endlich mal ein bisschen was. Bulbi, stabil, kann man nichts sagen. Und Shinux. Shinux, krasse Performance. Dadurch, dass Eevee ein bisschen gefroht hat, ist er jetzt auf Platz 1. Und fucking Necrozma hat 0. Ich werde jetzt mal... Oh mein Gott, Shinux. Alle 3 Kills an Bulbi waren von ihm. Aha. Ich werde jetzt mal nicht sagen, wie genau es steht, sondern das gucken wir uns nach der nächsten Runde an. Nach der letzten Vorrunde. So, ich bin im Match 1 dran. Sonst haben wir noch... Was ich mich gerade frage... Wenn ich... ist Günther bei mir im Match zufällig? Ja, dann probiere ich einfach mal, auf den blauen zu gehen. Was macht denn das Spiel dann, wenn ich gleich einen blauen Cable einscanne? Oh, der ist schon drin. Floink ist schon drin. Latias ist schon drin. Dann brauchen wir Lord Ecke. Wir brauchen Darkrai anstatt... Bulbi. Und wer ist noch statt... Wer ist draußen dafür Günther drinnen? Necrozma. War ich heute einmal im selben Match wie Necrozma in der Vorrunde? Ich hab keine Ahnung. Latias. Günther brauche ich noch, genau. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ah! Günther bekommt einfach einen anderen Skin zugeschrieben. Den nächsten in der Liste. Das ist vielleicht ein ganz kleiner, interessanter Funfact. Das wusste ich selber nicht. Das wird jetzt sehr verwirrend, weil ich jetzt Günthers Skin spiele und er meinen. Aber das wusste ich nicht. Interessant. Und es explodiert schon wieder einiges. Ich habe nur Darkrai taunten sehen. Oh mein Gott, Floink rastet irgendwie mit seinen... Ich habe auf den falschen K-Roll geguckt. Ich wusste, dass es passieren wird. Ja, ich throw jetzt das ganze Scheiß-Turnier, weil ich den falschen Skin nehme. Okay, ich glaube irgendwie, dass... mein Move nicht gekillt hat, sondern gerade eben... Oh, ich habe schon wieder auf den Falschen geguckt. Jetzt weiß ich gerade zum Glück, wo ich bin, was auch dann liegt, dass ich aus dem Chaos raus bin. Floink macht gerade gut Kills, habe ich das Gefühl. Latias spiket mich, aber ich lebe... Ich habe zum Glück einen Tag gelandet. Günther wurde 18 Mal gefutztuelt. Floink geht 8 Kilometer tief, um mich zu töten. Und verkackt. Oh, ich und Lord Ecke hatten gerade eine schöne kleine Team-Kombo. Ich meine, hat nicht getötet gegen Darkrai, aber sie war schön. Oh, Darkrai, letzter Platz. Er hatte eigentlich ganz gute Performances bis an diesen Punkt. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich auf dem letzten Stock bin. Ich werde es gleich rausfinden.
Floink ist tot, ich hab noch einen. Günther ist tot. Latia, Slot, Ecke und ich hab irgendwie wenig Bock gegen zwei Kombo-Charaktere. Please don't hurt me! Oh, Latias geht gerade ziemlich ab offstage. Und jetzt 1v1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich lieg ein gutes Stück hinten. Latias will wohl hier im letzten Match nochmal zeigen, dass sie wahrscheinlich einfach nur, was? Sie hat noch einen Stock? Sie hat dem Rest nur eine Chance gelassen heute. Ohne den Insta-Drop wäre ich da tot gewesen. Digga, ich bin so fucked. Oh, und ich verkack noch meinen Input. Ey, Latias. Werd nicht übermütig. Ich bin auf 220. Oh nein. Wow. Was ein Finish. Latias holt sich noch einen Win zum Ende hin. GG's. Und jetzt sehen wir mal, wie die Vorrunde ausgegangen ist. Oh Gott, ich muss gleich alle Amiibo zweimal einscannen. Hilfe. Auf jeden Fall schreiben wir noch die Punkte zu. Oh, Darkrai ist bitter. Darkrai ist bitter. Der war auf einem Weg, mit dem er echt was hätte anfangen können. Aber 0 Punkte jetzt zerstören halt schon ziemlich seinen Run. Da haben wir das. Wait, echt jetzt? Okay. Dann gehen wir mal die Punkte durch, die nach der Vorrunde herrschen. Floink hat einige Kills. Ich werde die Zeit schon mal nutzen, um nebenbei die Amiibo einzuscannen. Das wird nämlich sonst ein Spaß. Ich mach's mir kurz bequem und gehe ins Screen. Dann leg ich los mit dem Ganzen. Und zwar haben wir... Ja, also das ist einfach nur traurig, muss man sagen. Wie Nick Schlossmann mit 0 Punkten aus der Vorrunde gegangen ist. 0. Gar nichts. Nicht ein einziger Punkt, wenn er im Bracket auch keinen Punkt bekommt. Das wäre ein neuer Rekord. Ich glaube, wir hatten es noch nie, dass irgendein Amiibo mit 0 Punkten aus dem Turnier gegangen ist. Aber Nick Schossmer hat die Chance. Vorletzter Platz. Die dunkle Macht hat eine Drittplatzierung gehabt. Sonst ging da nichts. Also, da war nichts los bei der. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwie vergessen, bei wem Punkte einzutragen. Das wäre extrem sad. Wait. Fuck! Ich bin ja so behindert! Wir haben ja die zweite... Oh, wir haben das zweite Match der Runde doch noch gar nicht gespielt. Wir haben das zweite Match der fucking Runde noch nicht gespielt. Sorry, ich bin dumm. Please don't hurt me. Ja, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe mich schon gewundert, weil ich tatsächlich auf der 1 wäre im Moment. Aber Shinux hatte halt sein Match noch nicht.
Uff, ich bin so dumm. Und Ivy auch nicht. Oh, es wird aber sehr spannend. Nick Schrosma und die Dunkle Macht sind in derselben Runde. Sie können nicht beide Letzte werden. Shinux und Bulbi sind wieder in derselben. Ob da wohl Manipulation hinter den Kulissen geschieht? Das kann ja kein Zufall sein, dass die zwei ständig in denselben Matches hier sind. Sorry, oh mein scheiß Laptop, Digga. Wenn ich sage, der explodiert, dann heißt das, dass dem sein Screen wirklich behindert, die Helligkeit die ganze Zeit ändert. Und auch so ein bisschen Störbild anzeigt. Und ja, das sollte ein Laptop definitiv nicht. Aber wer auf meinem Discord-Server ist, der weiß auch, wie das Scheißteil aussieht. Ich spar schon auf 9. Warum es jetzt den zuerst einscannen wollte, ist mir ein Rätsel, aber Ivy fehlt noch. Wir haben fast alle Übergewichtigen hier in der Runde, habe ich das Gefühl. Ja, okay, to be fair, Hälfte meiner Amiibo ist übergewichtig. So, wird Nick Schrosma vielleicht doch einen Punkt bekommen? Das ist jetzt die größte Frage hier. Und wenn Shinux irgendwie jetzt fett geupsettet wird und letzter wird, das wäre natürlich arg. Es geht schon arg ab an der Ledge. Da kommen auch schon wieder die ersten Footstools. Und Ivy ist als erste tot. Oh, das ist unerwartet. Es sterben einige. Shinux und Nick Schrosma sind raus. Ich glaube, die dunkle Macht... Ich glaube, es sind alle auf dem zweiten Stock jetzt. Oh, die retten sich gegenseitig offstage. Ich glaube, sowohl Shinux als auch Ivy waren es, glaube ich, wären tot gewesen. Shinux ist auf dem Last Stock. Ich habe das am Anfang gesagt, aber... Oh, und Bulbi auch schon, wahrscheinlich sehr sicher. Da helfen sich wieder alle gegenseitig beim Recovern. Oh. Ivy rettet Nick Schrosma nochmal. Digga, die retten sich so hart gegenseitig, weil sie irgendwie versuchen, irgendwen anders zu edgeguarden oder sich noch zu disrespekten oder so. Man kann das Offstage nicht nachvollziehen. Ivy und Nick Schrosma sind beide Last Stock. Ey, wenn Shinux jetzt wirklich letzter wird, wenn ich das noch gecallt habe. Bulbi wird tatsächlich von Ganondorf Uptilt getroffen. Nick Schrosma, geh weg von der Ledge, außer du willst letzter werden. Die dunkle Macht auch Last Stock jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob noch irgendwer auf dem Vorletzten ist. Shinux! Letzter! Bulbi, Vorletzter! Was? Nick Schrosma ist, glaube ich, vor Ivy gestorben. Als ob jetzt die dunkle Macht und Hydropi die letzten zwei sind. Und Hydropi muss echt, wenn er nicht noch auf dem vorletzten Stock ist. Das heißt nein. Die dunkle Macht gewinnt nochmal. Das ist natürlich durchaus eine Überraschung. Und das Shinux letzter, es ist halt so arg. Auch Bulbi war auf einem mega guten Kurs. Ah, Ivy und Nick Schrosma haben Gleichstand. Das heißt, Nick Schrosma kriegt sogar noch 3 Punkte. Oh Gott, ich sehe schon. Hydropi bekommt auch noch ein bisschen was dazu. Und die dunkle Macht, die Sache ist halt, die dunkle Macht hat so schlecht performt, das bringt sie immer noch nicht in irgendwelche Gefilde, wo sie eine Chance auf einen Gesamtsieg hat, relevant. Shinux hat 5 Kills und ist letzter. GG's. Das ist natürlich sehr krass. Wirklich, Shinux hätte Dritter sein müssen
um die alleinige Führung zu übernehmen vor dem Bracket. Aber nein. Das ist halt sehr hart. Ivy hat auch halt nicht so krass performt. Es war eine sehr überraschende Runde in meinen Augen. Das Bracket wird komplett random generiert werden. Und da ist halt ein bisschen jetzt noch RNG mit drin. Weil wer eine Runde mehr hat, der könnte gebumst sein. Ich muss eh gucken. Also ich würde sagen, wer ins Halbfinale kommt, bekommt 3 Punkte. Ins Finale kommt, aber verliert 5 und der Sieger vom Finale 7. Das ist gerade so das, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich irgendwie sehe, dass das zu wenig mattert, dann gehe ich vielleicht noch einen Schritt hoch. 5 für Halbfinale, 7 für Finale, 10 für ein Win, aber mal gucken. Die Zwischenstände werde ich gleich, wenn ich fürs Bracket einscanne, vorlesen. Und es wird definitiv spannend. Das Problem ist, ich sehe für mich ehrlich gesagt keine großen Chancen in diesem Bracket. Wir bleiben dabei. Warte, Spirits on, genau. Ich. So. Dann, während ich für mich wieder diese Einstellung nehme und einfach hoffe, dass ich nicht komplett gebumst werde, gehen wir die Zwischenstände durch. Trotz allem ist Nick Schossmer immer noch auf dem letzten Platz und leidet mit 3 Punkten ohne jegliche Siegeschance, selbst wenn wir dem Sieger dieses Bracket 10 Punkte geben. Und alle, die ganz weit oben dabei sind, nicht mal ins Halbfinale kommen, könnte er nicht mehr gewinnen. Weil jetzt schon mehrere Amiibo irgendwie 12 Punkte vor ihm liegen. Und ich habe das gerade sehr scheiße betont. Einer dieser Amiibo bin nämlich ich, lul. Naja. Floink mit 6 Punkten ist auf dem vorletzten Platz. Halt, ja. Er hat gut aufgeräumt, was Kills angeht, aber das war's dann halt auch. Kills sind nun mal nicht alles. Da hat er einige geholt durch stabile Edgeguards. Dann haben wir die dunkle Macht und Darkrai. Oh, Darkrai ist ja richtig abgefallen. Am Anfang war er doch mega gut dabei. Aber nein, dunkle Macht und Darkrai mit je 8 Punkten. Dann haben wir Lord Ecke mit 10. Lord Ecke mit 10. Günther, Latias und Bulbi mit je 11 Punkten. Hydropi mit 12 tatsächlich auf Platz 3. Shinux, okay, man kann es nicht streiten. Shinux ist mit 13. Es ist halt 13 und das, obwohl er einmal 0 hatte. Hätte er den Kampf nicht so gefroht, es wäre krass gewesen. Oh Gott, ich bin im Arsch. Ich bin tight für Platz 1 mit Ivy mit 15 Punkten, aber ich gucke gerade weg. Ihr müsst mir einfach glauben. So, ich habe keine Ahnung, wer wo im Bracket steht. Ich weiß nur, dass es jetzt um alles geht. Okay, ich habe keine Runde 1, aber Hydropi oder Dark Force dann. Ivy hat auch keine Runde 1, muss dann aber gegen Necrozma oder Latias. Also wenn es extrem läuft, könnte das Halbfinale dieses gesamte Königsturnier entscheiden. Shinux muss in eine erste Runde gehen. Gegen Darkrai. Darkrai selber hat eigentlich keine Chance zu gewinnen mehr. Shinux hingegen schon. Was Darkrai nun eben versuchen wird, ist Shinux seine einzige Chance zu nehmen.
tatsächlich als einer der von zwei Amiibo mit zwei Wins ins letzte Turnier zu gehen. Aber diese 81% sind halt schon arg. Darkrai ist ein sehr defensiver Amiibo, wie ich schon öfters merke. Der aber auch einfach seine Taunts spammt, wenn ihm danach ist. Shinnok kriegt nicht viele Hits raus, aber seine Hits sind halt so viel stärker als die von Darkrai. Viele Backers, die random down air on stage tötet. Nick Schrosma darf halt echt nicht Revenge Sidebeat werden. Wir haben es ja gerade gesehen, das hat irgendwie 80 gemacht. Wenn es so weitergeht wie jetzt, hat er durchaus noch eine Chance zu gewinnen. Oh, nicer Spike. Es ist even gerade. Shinnok hatte einfach nur seinen einen krassen frühen Hit. Aber Darkrai kann das gewinnen. Darkrai kann das gewinnen, wenn er sich anstrengt. Schöne kleine Combo. Ah, wenn da noch die Fair gelandet hätte. Darkrai will das Ding holen. Darkrai will Shinnok die letzte Chance nehmen. Das wäre halt so ein Upset. Und oh, offstage. Darkrai kriegt aber keinen Edgeguard. Aber Shinnok bekommt gerade keine Hits. Oh, ganz knapp, wenn das offstage gewesen wäre. Shinnok kriegt gerade einfach nicht die Hits, die er braucht. Stattdessen stirbt er. Der letzte Stock. Wenn Shinnok jetzt stirbt, dann hat er dieses Königsturnier verloren. Oh, die Musik noch. Oh, der Spike macht halt nix auf Null, aber Shinnok muss jetzt einen schnellen Kill bekommen. Er muss irgendwie eine Side-B oder ein Up-Smash landen. Das sind halt seine Prime-Kill-Options, deswegen sage ich die. Aber er kassiert. Er kassiert noch eine Back-Air. Darkrai ganz dick im Lead. Wird gespiked, aber 90%. Trennen die beiden 100%. Schöne kleine Kombo von Shinnok. Nein, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er holt das Comeback. Was für ein Finish. Was für ein erstes Bracket-Match. Shinnok holt das Comeback gegen Darkrai. Das wäre wahrscheinlich Darkrais größter Upset gewesen, den er je hatte. Aber es sollte wohl nicht sein. Dann gucken wir uns mal an, ob Floink tatsächlich zeigen kann, dass er auch im 1v1 so gute Edgeguards hat wie vorhin. Oh, schöne Backair von Günther. Es sieht nach einem frühen Lead aus. Irgendwie spammt Günther aber gerade nur Backair. Allgemein, das sind zwei der Schwächeren. Oh, der F-Smash. Sehr stark von Floink. Das Match beginnt rasant. Das Match beginnt sehr rasant. Und leichter Lead für Floink bisher. Aber wir haben gerade an Shinnok schon gesehen. Ein Lead muss nichts heißen. Der Footstool war stark, aber reicht nicht. Floink hat ein decent Combo-Game. Und Günther kriegt seine Hits nicht durch. Da ist ein Kill. Da ist ein Kill. Durch eine Up-Air. K-Roll-Up-Air ist einfach stark. Oh! Ja, das punisht Floink nicht unbedingt effektiv, aber er punisht's. Günther muss jetzt auch wieder was Großes machen. Und er ist halt eigentlich nicht der Amiibo mit dem krassen Comeback-Potenzial, anders als Shinnok. Er springt sogar noch in die Back-Air rein. Floink, großer Lead. Kann er sich noch einen Win holen heute? Schöner Grab, aber der Punish sitzt halt nicht. Die Back-Air ist stark, die Up-Air reicht nicht ganz. Die aber! Und auf einmal ist es wieder even. Auf einmal ist es wieder even. Floinks Combo-Game ist bisher supreme, aber dieses Match ist definitiv nicht gelaufen.
Was mich ein bisschen aufregt, ist, dass Günther immer die Kanone schießt, aber nie Sack nutzt. Es ist so close. Was sind diese Matches bisher? Oh, Günther springt mies rein. Hätte der Upsmash getroffen, das wäre es gewesen. Die Up erreicht nicht. Beide sind auf Killprozenten. Günther ist offstage. Aber Floink findet den Edge Guard nicht. Hätte er Upsmashed anstatt zu nähern, hätte es das sein können. Näher trifft, tötet aber nicht. Was sind diese Matches? Die Back Air. Was ist dieses Bracket? Wieso ist es so close und intens? Was geht denn ab? Aber gleich gegen Bulbi, das ist kritisch für Günther. Und ich hab's vorhin gesagt, die dunkle Macht ist einer der stärksten 1v1-Amiibo. Aber wenn irgendjemand wirklich ein guter Counter ist, ist das Hydropi, der halt auf 30 gimmt. Aber dazu muss er auch erstmal eine Weile leben. Er landet zwar seine Hits, aber oh, das war... Irgendwie hat... Es war einerseits dummes Gameplay, andererseits sah es aus, als hätte er die dunkle Macht einfach in die Hölle gelesen. Oh, das war schön. Ah, die Down-Air verfehlt. Oh, der Air-Dodge war big. Es ist an diesem Punkt schon wieder even. Wir können nicht noch mehr so knappe Matches haben. Ah, Hydropi versucht Down-Air into Smash-Attacks zu kommen und klappt oft aber nicht. Lead! Erster Stock ist weg und Hydropi liegt vorne. Ich würde trotz allem sagen, dass ein Win seinerseits ein Upset wäre. Aber den Win muss er halt erstmal bekommen. Denn jetzt liegt die dunkle Macht schon wieder in Führung. Oh nein, die Down-Tilts. Das war mies mit der Dash-Attack für Hydropi. Er muss jetzt wirklich versuchen, die dunkle Macht schnell irgendwie zu cheesen. Oh, Backthrow. Die Down-Air gibt noch nicht genug Knockback. Aber das sind zumindest ein paar Prozente. Er spammt literally nur seine Down-Air. Hydropi ist seine Down-Air. Oh, der Kill. Die dunkle Macht. Stock Lead. Könnte das Ding hier finishen. Oh, die Down-Air. Oh, hätte der Spike getroffen. Das wäre hart. Das wäre schon krass gewesen. Aber noch ist Hydropi nicht ganz aus dem Game raus. Er muss aber bald den Kill finden. Gerade gegen einen Amiibo mit so viel Power wie die dunkle Macht. Wenn die noch lange lebt, gerade auf dem Rage, 50% trennen die beiden. Und während Hydropi halt wahrscheinlich ewig braucht, um den Kill zu finden, stirbt er an gefühlt einem Hit. Nein! Oh mein Gott! Oh! Was? Nein! Es kann nicht sein. Was passiert hier? Was ist dieses Bracket? Die dunkle Macht hatte das Game und hat so gefroht. Was geschieht heute? Ah, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Viele sagen tatsächlich, dass Kirby eines von wenigen guten Matchups, die Kirby hat, ist Olimar. Und ich kann kein Olimar. Und ich weiß, ich spiele Alf. Fickt euch. Dieses Bracket bisher ist echt unfassbar. Jedes Match. Und jetzt gucken wir mal. Nick Crossmar ist zwar in 1v1 stärker, aber Latias ist halt auch ein Monstrum. Was man hier auch gleich wieder sieht. Aber der Spike. Der typische Nick Crossmar Spike. Früher Lead. Aber alter, Latias Kombos. Das ist insane, was sie hier macht.
Aber es ist ähnlich wie im ersten Match. Nick Schrosmer hat keine Siegeschance. Latias, zwar keine hohe, hätte aber eine, sollte sie dieses Match irgendwie gewinnen. Aber Nick Schrosmer scheint nicht so, als wolle ihr das irgendwie lassen. Und wenn Nick Schrosmer das gewinnt, dann kommt es zum Kampf der Giganten, der schon so oft stattgefunden hat. Die wohl größte Rivalität unter meinen Amiibo. Ah, nee, doch nicht. Ich habe gerade irgendwie gedacht, vergesst es. Ich habe gerade irgendwie gedacht, ich wäre even mit Shinux in Punkten und Shinux wäre da unten. Aber nein, das ist Eevee. Weil Nick Schrosmer gegen Shinux ist unter den Amiibo echt die größte Rivalität, die es gibt. Latias wird wirklich zerstört heute in diesem Match. Sie muss hier wirklich ein insanes Comeback starten. Aber bei dem, was wir in dieser Round 1 schon gesehen haben. Oh mein Gott. Diese Hitbox. Dass Latias das erste überlebt hat, war schon ein Joke. Sie wurde auf über 100 Doriat. Aber halt die Double Jump Armor. Aber Nick Schrosmer. Keine große Rücksicht. Holt das Ding. Das heißt, in der nächsten Runde. Oh mein Gott, mir fällt gerade ein. Was ist, wenn sowohl Eevee als auch ich verlieren? Was ist, wenn wir am Ende wieder einen ersten Platzgleichstand haben? Shinux gegen Lord Ecke. Shinux war gerade eben ja wirklich schon am Rande. Es war so knapp für ihn. Er kann das Ding noch holen, aber muss dafür das Bracket, wenn möglich, schon gewinnen. Und dafür muss er jetzt aufpassen, dass Lord Ecke ihn nicht auseinander nimmt. Oh, schöner Read. Aber so einen frühen Lead hatten wir auch gegen Darkrai. Oh, das war aber ein sehr schöner Kill. Shinux scheint am Ende des Kampfes gegen Darkrai Momentum gefunden zu haben, dass er auch in dieses Match gegen Lord Ecke mitnimmt. Oh, hätte er Forward Aired. Ja, aber das Momentum ist auf Shinux Seite. Das Momentum ist ganz hart auf seiner Seite. Oh, der Forward Throw reicht nicht. Ich habe nur irgendwie langsam die Sorge, dass ich während dem Turnier noch weg muss. Weil es heute mal Mittagessen gibt bei uns anstatt Abendessen und das Video geht jetzt schon so lang. Lord Ecke findet gerade seinen Kill nicht. Jetzt. Shinux muss aufpassen. Er kann das noch verlieren. Gerade gegen Soma. Shinux liegt hinten. Was zum Fick? Was zum Fick, Lord Ecke? Shinux ist im Stockrückstand. Ich habe es vor 2 Sekunden gefühlt gesagt. Ein Stock steht zwischen Shinux und der sicheren Niederlage. Wer auch immer dieses Match gewinnt, bekommt sichere 3 Punkte. Der Spike. Shinux liegt 70% hinten, aber gerade eben hat er aus einem 90% Rückstand einen Win geholt. Shinux. Ein Hit. Der Airdodge. Es ist schon wieder so close. Es ist schon wieder so close, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, wie ausgeglichen das ist. Oh, die Back Air. Lord Ecke hat keinen Jump. Wie close wollen diese Matches werden? Digga, meine Nerven. Shinux ist noch drin und hat 3 Punkte sicher. Oh, Günther gegen Bulbi könnte kritisch werden. Ich schätze Bulbi an sich schon als einen deutlich stärkeren Amiibo ein, muss ich sagen. Hier, Petui macht 30. Das heißt halt nicht, dass Günther nichts machen kann. Und er zeigt auch hier früher Lead. Aber irgendwie macht der gefühlt nichts. Bulbi spielt viel aktiver. Oh, beide hätten da fast einen Spike bekommen. Beide fischen gerade so ein bisschen drauf. Sehr schöner Tomahawk-Grab. Das ist man von Amiibo nicht gewohnt.
So, Bulbi mit einem leichten Lied. Die Nutribi tötet noch nicht, auch wenn sie verdammt stark ist. Diesmal aber Günther im Rückstand. Aber wenn ich hier bisher heute eins gelernt habe, ein Match ist einfach nicht rum, bevor der Victory Screen nicht zu sehen ist. Sonst ist das immer mein Motto, das eigentlich nur für Nick Schossmer gilt. Und guckt mal, es ist even. Es ist even. Oh, hätte Günther den Grab bekommen. Er steht da ein bisschen lang im Gift. Das ist kein worthy trade für ihn. Oh, mieser Reed. Krasse Führung für Bulbi. Günther muss jetzt ganz schnell was machen, wenn er das hier holen will. Bulbi ist aber auch Favorit in diesem Match, muss ich sagen. Zumindest für mich. Oh, hätte er upsmashed. Ah, da wollte er eine Up-Air landen. Oh, eine kleine Combo. Günther darf sich nichts mehr erlauben. Er findet den Kill, aber 100% Rückstand. Die Back-Air landet. Aber ich habe bisher aus diesem Bracket gelernt. Noch ist hier nichts entschieden. Hätte der Cannonball gehittet. Es ist Claw. Nein, nein. Günther, du kannst das nicht comebacken. Du kannst das nicht comebacken. Nein! Wie? Warum? Was passiert hier? Es kann nicht sein. What? Und das war's dann auch mit Bulbis Siegeschancen in diesem Turnier. Das war's mit Bulbis Siegeschancen. Und mit meinen wahrscheinlich auch. Ich meine, yay. Endlich. Olimar, mein bester Charakter. Ich habe einen Hit bekommen, Leute. Ich meine, einen Hit habe ich bekommen, bevor ich tot war. Ja, reden wir nicht drüber. Das war's für mich. Mein Alp ist wahrscheinlich mit einer meiner schlechtesten Charaktere. Ich bin tot. Wie lebe ich? Hydropi! Ich habe Damage gemacht, Leute. Stellt euch vor, ich würde noch einen Stock ziehen. Mau, unvorstellbar, ich weiß. Ja, ich werde einfach püriert. Ich bin tot. Gezogen. Easy. Ich meine, wir hatten heute schon viele krasse Comebacks. Aber ich bezweifle stark, dass ich mit Olimar eins hole. Ja. Hätte ich die Up-Air gelandet. Ich hab kurz gedacht. Aber nein. Ich bin raus. Das Match jetzt könnte
sehr entscheidend werden für dieses Turnier. Eevee und Shinnok sind die Top-Favoriten. Und wenn Eevee jetzt verliert, dann könnte Shinnok das Ding hier holen. Ein weirder Trade zum Beginn. Ich dachte kurz, Eevee hat es Deed. Es ist ein Kampf der Giganten, was wir hier jetzt sehen werden. Und die beiden prügeln sich so hart offstage, was zur Hölle. Oh! Oh, das war Fifi! Wirklich, Eevee. Wirklich. Eevee hatte sich so einen guten Lead aufgebaut, um dann zu SD'en, während Nick Schossmann nicht mal recovern kann. Und jetzt... Oh mein Gott! Was ist das? Nick Schossmann mit der absoluten Zerstörung. Aber Eevee ist halt auch selber schuld. Sie hätte so eine gute Lage haben können. Und es liegt auf 40. Und dann kommt Nick Schossmann mit der fetten Combo. Es ist aber noch nicht rum. Es ist noch nicht rum. Ja, wenn Eevee mit 2 Hits 80 macht. Es ist schon wieder so close. Es ist schon wieder so close, es kann doch nicht sein. Oh, die Back Air! Die Back Air! Nick Schossmann holt das Ding. Beide, die vor dem Bracket in Führung lagen, sind raus. Ohne einen einzigen Punkt. Günther, Nick Schossmann, Hydropi und Shinnok sind noch drin. Gerade Hydropi, Alter. Und dass Günther so weit kommt, ist für mich ehrlich gesagt auch überraschend. Das ist schon krass. Ach, wisst ihr was? Ich call das jetzt schon mal. Wir machen 3 Punkte für jeden, der im Halbfinale verliert. 5 für den, der im Finale verliert. Und 10 für den Finalsieger. Damit es richtig ballert. Shinnok mit einem krassen Early Lead. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Günther ihm was entgegenzusetzen haben wird. Ich meine, Günther hat mich schon zweimal überrascht heute, aber Shinnok jetzt auch. Oh, das war... Oh mein Gott! Hat Günther gerade Crown Bouncing benutzt? That is an advanced tech! Du bist ein Amiibo! Oh, da kommt aber der Damage. Ich dachte, Shinnok geht auf eine Down-Air. Shinnok Ledge-Trapping ist auch sehr interessant. Es ist... Also, Günther kann hier vielleicht was holen. Das wäre wahrscheinlich der größte Upset. Oh, ganz mieser Fail. Also, wenn Günther irgendwie das Halbfinale gegen Shinnok gewinnen würde, das wäre der größte Upset. Ah, da ist... Oh, die Down-Air! Dicker Lead für Shinnok. Bisher waren die großen Leads immer nur für Shinnok Gegner und er hat es dann gecomebackt. Wird er, wenn er einen großen Lead selber hat, das Ding gewinnen? Oh, Günther, bisschen am Throne. Günther hat hier viele gute Versuche gehabt, aber sie haben nicht geklappt und jetzt nimmt er so viel Damage. Ein guter Hit und das war's. Und Günther positioniert sich so perfekt. Die Up-Air tötet. 100% Unterschied. Shinnok hat eine sehr gute Position. Aber es ist nicht zu Ende, bevor es zu Ende ist. Aber jetzt ist es zu Ende. Oh mein Gott, wenn Günther das noch gecomebackt hätte, ich hätte diesen Raum verlassen. Shinnok hat 5 Punkte sicher.
Günther bekommt noch 3 auf seinem Punktestand gut geschrieben. So. Ach, stimmt, Latias ja auch als absolut in einer guten Position früh raus. Wenn Hydropi gegen Nick Schlossmer gewinnt, wäre das schon ein krasser Upset in meinen Augen. Im 1v1, ich meine, er hat gerade schon irgendwie und Gott weiß wie gegen die dunkle Macht gewonnen. Es ist halt viel Damage. Schön. Die Down-Air. Erster Stock weg. Hydropi im Lead. Aber wir kennen Nick Schlossmer. Der könnte hier jetzt noch einen Stock verlieren, ohne einen Hit zu bekommen. Und danach noch auf 150 gehen, ohne einen Hit zu bekommen. Und er hat noch eine Chance. Die Down-Air hittet, aber reicht nicht. Oh! Hydropi, bisher dominante Performance. Bisher ist es hier nicht sonderlich close. Da ist aber der Kill endlich mal für Nick Schlossmer. Und 100% haben wir heute schon so oft gesehen. Ich dachte kurz, Hydropi kann nicht recovern. 100% sind manchmal wirklich gar nichts. Das tötet. Hydropi, guter Lead, aber ein Gendorf F-Smash kann killen. Boah, die Backair macht 20. Da ist der F-Smash! Es ist komplett even. Die random F-Smashes carry Nick Schlossmer gerade komplett. Die Down-Air. Schöne kleine Conversion. Beide leben. Der Down Smash! Oh mein Gott! Was ist dieses Bracket? Ich komme nicht klar. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Hydropi, was ist mit dir? Und Nick Schlossmer bekommt noch 3 Punkte gut geschrieben. Shinux gegen Hydropi. Der Sieg. Okay, ich sag's euch einfach, wie es ist. Egal wie viele Punkte wir haben. Der Sieger gewinnt das Königsturnier. Und der andere wird Zweiter. Wenn Hydropi 5 bekommt und Nick Schlossmer und Shinux, egal ob 7 oder 10, hat Shinux gewonnen. Wenn Shinux 5 bekommt und und Hydropi 7,10, warum sage ich immer Nick Schlossmer? Hat Hydropi gewonnen. Das hier ist das große Finale. Hydropi hat schon so krasse Upsets jetzt geholt und mich besiegt. Und Shinux hat jedes Match gecomebackt, das eigentlich verloren schien. Das große Finale, das jetzt alles entscheidet. Wird Shinux ein zweites Königsturnier gewinnen? Oh, der Anfang ist krass! Oder kann Hydropi sich seinen First Win sichern? Schöner Kill! Oh mein Gott, was ist das? Oh, die Revenge! Das ist so arg. Das ist genau das, was Hydropi nicht will. Oh mein Gott. Hydropi macht guten Damage. Oh, starke Upsmash. Es ist so even. Ich hasse es und ich liebe es. Das tötet. Ein Stock. Und Shinux hat das Ding gewonnen. Hydropi weiß selber, er muss jetzt den Kill finden. Das tötet mich. Nein, das auch nicht. Trennen beide.
wer auch immer diesen Stock zieht, ist der Champion. Hydropi, dicker Damage. Großer Damage. Oh mein Gott, Hydropi! Beide sind auf Killprozenten. Was? Es kann nicht sein. Was war das? Das war mit Abstand das krasseste Bracket, was wir jemals hatten. Was zur Hölle? Was zur Hölle war heute los? So etwas habe ich noch nie erlebt. Hydropi mit dem... Wirklich. Ich habe mit allem gerechnet. Aber nicht damit, dass Hydropi das Bracket gewinnt, indem er durch die dunkle Macht Necrozma und Shinnok durch muss. Es ist einfach unfassbar. Was heute in diesem Königsturnier, letzten Königsturnier, auf jeden Fall im letzten, was für das große Finalturnier zuständig ist, stattgefunden hat. Das kann keiner irgendwie erklären. Das kann keiner erklären. Und während die Amiibo eingescannt werden, gehen wir noch einmal durch. Wir haben tatsächlich einen Draw auf dem letzten Platz. Dadurch, dass Necrozma sich noch 3 Punkte holen konnte, ist er nicht alleine auf dem letzten, sondern zusammen mit Floink. Hallo? Danke. Die beiden haben heute den letzten Platz belegt. Necrozmas letzte Chance, zum ultimativen Turnier zugelassen zu werden, weg. Die Freefalls haben ihn zerstört. Dann haben wir gleich das nächste Draw. Die dunkle Macht, die auch noch einmal... die gar nichts gerissen hat im Bracket. Die wirklich nichts gerissen hat im Bracket, hat gedrawt mit Darkrai. Darkrai war so kurz davor. Es war wirklich unglaublich. Shinnok und Hydropi haben beide fast jedes Game so geklatscht. Abgesehen von Hydropi gegen mich, das Match war einfach... ja. Darkrai war kurz davor, aber es hat nicht gereicht. Dann, wenig Präsenz heute. Aber auch closes Match gegen Shinnok. Lord Ecke. Mit einer sehr sicken Combo. Dann haben wir ein Draw erneut der beiden Gewinner, die zusammen letztes Mal schon gedrawt haben. Auf der 1 allerdings. Bulbi. Und Latias. Latias ist immer noch bei dem großen Turnier am Ende im Vorteil im Vergleich zum Rest. Denn sie hat trotz allem 2 Siege geholt. Dann haben wir auf dem nächsten Platz Günther auf der 4. Ja, also gerade im Bracket, dass er sowohl Bulbi als auch Floink schlagen konnte, fand ich eine schöne Überraschung. Platz 3 teilen sich ich war jetzt zweimal Dritter, sehr schön, zwar nie Erster, aber ja. Und Eevee eben, habe ich gerade schon eingescannt. Und das Finale, was wir gerade hatten, ich habe es ja schon gesagt, ihr wisst ja schon das Ranking. Also das ist ein Finale. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Egal, ob es überhaupt stattfindet, als auch wer gewinnt. Aber das ist wirklich das unerwartetste Ergebnis, das es in meinen Augen hätte geben können. Als 5. und letzter Amiibo ins große Finalturnier zugelassen. Um einen Punkt vor Shinnok, da ich ihm jetzt 7 gegeben habe und Shinnok 5, damit es nur ein Punkt Unterschied ist, lol. Hydropi mit 19 Punkten ist
der letzte der Champions, die im großen Finale gegeneinander antreten werden. Was für ein Turnier! Dieses Bracket war wirklich das nervenzerreißendste, was ich seit Ewigkeiten erlebt habe. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder Abo auf diesem Channel da. Und bald kommt das große Finale dieser Saga.